Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr. Sieht fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Kanone? Das ist doch eine von den Kanonen der Stadtwachen von Mauswald. Es sieht fast aus, als ob ich von hier aus reingreifen könnte. Wie ulkig. Tatsächlich. Ich habe eine Handvoll Schwarzpulver. Na nö. Ein gemütliches Lagerfeuer. Ich glaube, da sitzt sogar jemand. Wer auch immer das ist, ich leih mir mal einen Holzscheit aus. Autsch, heiß. Und was jetzt? Wie jetzt, was jetzt? Soll ich mir eine Holzscheit machen? Moment. Da ist nichts zum Anzünden. Aua! Jetzt habe ich nichts. Okay, gut. Ich weiß, was wir tun müssen. Den kenne ich doch. Hallo, alter Freund. Oh Mann, der erinnert mich an zu Hause. Den kennt... Hallo, oh Mann. Und was haben wir hier? Die Brücke habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Sieht aus, als ob in den Häusern da niemand mehr wohnt. Fast so wie bei mir zu Hause, als ich das letzte Mal da war. Können wir da nochmal dran drehen? Hau ruck! Das ist ja geil. Wer sich noch erinnert, das ist von... Er bewegt sich nicht. Zum Glück. Ich glaube, der steckt im Eis fest. Oh, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Scheiße. Warte. Ich hab's ja hier im Regal stehen. The Whispered World war das. Genau. Wie konnte ich diesen Namen vergessen? Ist das ein Seitenschneider? Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Koffer zu stopfen. Also, ich schlepp das Ding nicht mit mir rum. Okay. Ist doch der gleiche Stein wie am Bach nahe des Nachtfaltertempels. Ein Baumläufer-Symbol ist darauf eingeritzt worden. Dasselbe Symbol, das ich auf das Gesicht der Felskröte gezeichnet habe. Okay. Hände weg. Hey, das ist die Lagerkammer in der Waldzwerge-WG. Und sie ist immer noch verschlossen. Okay, wir müssen eine Karottenflamme machen. Na dann. Das ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis war mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Wir brauchen also erst einmal Weiß. Das müssen wir mal schauen. Wo kriegt man denn das Weißes her? Weißer Pfeffer, natürlich. Warte. Ich habe das Gefühl, die Reihe... Mit dem Pinsel hat sich's ausgepinselt. Kann ich vielleicht... Mit dem Pinsel... Moment. Ja, kann man. Moment. Wie? Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein schwarz darauf aus der... Okay. Ich glaube, hier wird...
Wir müssen mit Weiß etwas schreiben. Aber wie bekommen wir Weiß? Wie bekommen wir Weiß? Ist das nicht das Mauswalder Rathaus? Ich glaube, jetzt kann ich an die Netze rankommen. Ha! Ich habe mir ein paar Eicheln stibitzt. Komisch, die sind so klein. Scheint, dass ich hier nicht mehr Mäusegröße habe. Hoffentlich stürzt das die Mauswalder nicht in eine Wirtschaftskrise. Naja, ist ja für einen guten Zweck. Jetzt kam ich hier oben ran. Komme ich vielleicht bei dem anderen Bild auch oben ran? Hab's bloß vorher nicht gerafft. Hier kann man aufs Wasser rausgucken. Man kann das Salzwasser fast riechen. Das ist echt besser als Fernsehen. Ja, aber kann ich hier was mitnehmen? Mein Becher ist sicher ein... Ich kann da nichts mitnehmen. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz brauche ich auch noch. Kann ich ihm vielleicht... Den kenne ich. Hallo, oh Mann. Der arme kleine Mann. Überflutete Stadt. Autsch, heiß. Und was jetzt? Da ist nichts zum An... Aua! Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher gut überlegen, was ich mit dem Feuer machen will. Okay. Kann ich damit eventuell... Wohl. Irgendwie muss ich damit Weiß was malen können, aber ich weiß nicht wie. Kann ich dir vielleicht nass machen? Mit dem Pinsel. Sind keine Sterne. Ich bin ein wenig am Verzweifeln. Kann ich mit dem Pinsel? Mit dem Pinsel. Mit dem Pin. Mit dem Pin. Mit dem Pin. Nanu? Moment. Hoffentlich ist das Bild dann nur eine Illusion. Sonst werde ich doch noch als Einbrecher verhaftet. Okay, ich habe die Tür aufgehebelt. Oh mit nein, dem Pinsel. Mein Stock ist abgebrochen. Schon klar. Hoffentlich ist das sonst... Und da mal eine Baumfrucht. Jetzt ist mein Pinsel aber weg und ich habe immer noch kein Weiß. Grün wuchs. Nichts. 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 Kann ich vielleicht Felsflüstern auf diesen Felsen machen? Hm. Hm.
Okay, grün wuchs vielleicht irgendwo drauf? Nichts. Da ist wohl... Ich glaube, hier wird keine... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube... Weil irgendwoher muss ich ja jetzt auch weiß bekommen. Da flüstert wohl nichts. Kann ich... Jetzt nicht? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Okay. Aber jetzt ernsthaft mal wo? Da ist ein seltsam... Okay, wir hören uns das nochmal an jetzt. Wie er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er den Kreis auf eine Kreuzung, in deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis war mit Schwierigkeiten. Muss ich etwa... Vielleicht klappt das auch. Was macht er jetzt? So. Weißes Pulver, mit dem ich das Symbol der Baumläufer geformt habe. Hoffentlich gilt das jetzt auch. Dann verbinde ich das. Okay. Dann verschwindet das im Gefäß. Ist drin. Okay. Dann... Moment. Da ist ein Selten. Wie er... Er schrieb mit Schwarz, das... Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Darauf folgten der Zutaten nun drei. Haut, Frucht, Wurz. Haut... Okay. Frucht. Auch drin. Und Wurz. Okay, jetzt ist alles drin. Okay, dann. Einmal über die Lichtung. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Das auch funktioniert, obwohl ich die Rezeptur etwas abgeändert habe? Und dann brauche ich jetzt die Holzscheite. Und zünde den ganzen Spaß an. Na jetzt, beschwören wir den Marquis noch einmal. Klappt's. Na nun. Dein Name. Sag mir deinen Namen. Ich bin Jerry. Jerry Haselnuss. Jeremias. Jeremias Mensch. Wie konnte es dir gelingen, mich an diesen Ort zu rufen? Ich habe einen Pulverkreis auf die Wegkreuzung gezeichnet und... Nur wenige wissen von diesem Ritual. Es braucht Stärke, um es erfolgreich durchzuführen. Nur die Starken sind unserer Magie würdig. Des Weltenwandelns. Ich sehe Stärke in dir. Warum hast du mich gerufen? Fest. Alle Wege führen mich im Kreis. Dieser Ort wurde in eine Falle verwandelt. Er geht nun in sich selbst auf. Ein starker Bann muss errichtet worden sein. Wer immer diesen Zauber gewirkt hat, muss einen guten Lehrer gehabt haben. Ich brauche Hilfe, um den großen Zarov zu finden. Zarov. Er wagt es, seine Welt zu verlassen.
So viel Stärke habe ich ihm nicht zugetraut. Sollte ich mich in ihm geirrt haben? Der alte Magier sagte, ich sollte sie um Hilfe bitten. Aromulena. Deshalb hat mich dein Spruch nicht befreit. Deshalb bin ich noch im Kristall gefangen. Natürlich. Er gesteht mir nur diese kurzen Worte zu. Doch selbst das ist ein Wunder. Was du tust, muss für ihn sehr wichtig sein. Aber wie komme ich hier raus? Eine Falle wie diese verfügt immer über ein System, das dem Fallensteller erlaubt, sie unbeschadet zu durchqueren. Ich spüre, dass du eine magische Münze bei dir trägst. Sie trägt einen Zauber, den ich gut kenne. Doch er ist nicht vollkommen. Wer war das? Ein Freund von dir? Nein, ich glaube nicht. Probier doch mal aus, was der maskierte Magier gesagt hat. Diese Orte wirst du nicht mehr brauchen. Ich hoffe, du findest den Weg zur Lichtung. Auch wenn ich mich viel lieber weiter mit dir unterhalten würde. Na dann. Alles klar, hier leuchtet sie sehr stark. Das heißt, vielleicht hier lang? Das heißt, die Münze zeigt uns jetzt die Richtung. Hier sieht's ja überall gleich aus. Er hat die Münze so verwandelt, dass die Münze uns jetzt zeigt, wo wir lang müssen. Vielleicht ist es dieser Weg. Bin ich hier richtig? Man weiß es nicht. Vielleicht hier lang? Ob das jetzt der richtige Weg ist? Es wird der richtige Weg sein. Nanu? Der Rabe ist nicht mehr da. Schade. Der ist sicher nicht einfach so weggeflogen. Vielleicht bin ich ja doch schon ganz woanders. Das heißt vielleicht, dass die Münze funktioniert. Das könnte sein. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Ja, denn hier leuchtet die Münze stark. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Bin ich hier richtig? Das ist die Frage. Vielleicht hier lang? Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Aber die Münze müsste doch funktionieren. Vielleicht ist es dieser Weg. Schon wieder, da kriegt man ja Kopfschmerzen. Keine Reaktion. Der alte Magier hört mich nicht. Die Münze müsste doch jetzt theoretisch funktionieren. Vielleicht hier lang? Das muss die Lichtung sein. Die Lichtung des ersten Baumes. Ich sehe, ein Freiwilliger will Teil dieser magischen Vorstellung werden. Applaus, meine Damen und Herren!